ihn. Und einmal kurz da drin fluten. Klappen öffnen und. So, Freunde, Tag 2, 100 CBR Projekt. Das erste, was ich jetzt machen werde, den Tank werden wir gleich entleeren und gucken, was da für eine Rotze rauskam. Das erste, was ich jetzt mache, ist, sind die Trümmer abzubauen. Ich habe gestern nämlich nochmal ohne Kamera dann Zündfunken gecheckt und die hat keine Zündfunken. Das heißt, wir werden die Zündung wechseln. Die habe ich auch schon aus dem Schlachtmotor da vorne ausgebaut. Das Polrad ist noch drauf. Ich denke aber, wir können das alte Polrad wieder benutzen. Ist ja derselbe Motor. Und am Polrad wird es nicht liegen. Genau. Krümmer ab. Öl ablassen. Dann können wir den Seitendeckel runternehmen. Genau. Und das werde ich jetzt machen. Boah. Einfach ein Profi. Kein Öl an den Fingern. So, ich habe jetzt hier gerade den Kupplungsdeckel abgenommen. Hier ist die Zündung drin. Das ist anders wie bei einer 450er oder so, also Einzylinder. Da sitzt meistens das Polrad dann von außen drauf. Hatte ich bis jetzt zumindest nur. Diesmal ist das Polrad innen und dann die Zündung selber im Deckel verschraubt. Die werde ich jetzt tauschen. Dann zusammenschrauben und mal gucken, ob es jetzt wieder einen Funken gibt. So, wir sind jetzt hier gerade dabei, den Zylinderkopfdeckel-Ding runterzunehmen und dann die Ventile einzustellen. Zündfunken hat sie jetzt. Ich hatte die Lichtmaschine durchgemessen, war alles in Ordnung. Anscheinend war die Batterie gestern einfach nur zu schwach. Und jetzt werden wir den Deckel abnehmen und das Ventilspiel überprüfen. So, wir haben uns jetzt dazu entschieden, da man so scheiße an die Ventile rankommt hier wegen dem Rahmen, werden wir den Motor rausnehmen. Wir haben schon ein bisschen vorgearbeitet. Sie hält jetzt nur noch an zwei Bolzen der Motor. So, ein wenig Zeit ist vergangen. Der Motor ist draußen und ich bin gerade dabei, die Ventile einzustellen.
Die sind komplett verstellt, also die liegen nicht mal mehr im Toleranzbereich. Auslassventile habe ich alle eingestellt. Das Ventilspiel ist 0,2. Und die Einlassventile bin ich gerade am Einstellen. Die müssen ein Ventilspiel von 0,12 haben. So war das. Genau, ich habe hier die für die Nockenwelle, die Halterung hatte ich dafür demontiert, damit man halt besser überall drankommt. Die Nockenwelle, also die Nockenwellen, die halten ja. Dadurch, dass die Steuerkette ja auf Spannung ist und die Nocken immer noch nach unten gezogen werden und sich nicht irgendwie drehen können oder so. Genau, ich werde jetzt weiter einstellen. Dann werde ich den Deckel wieder drauf machen. Ich weiß nicht, wie weit wir heute noch kommen. Genau. Und dann werde ich... ich weiß nicht, wie weit wir heute noch kommen. Ob der Motor heute noch rein kann, ist die Frage. Sehen wir mal. So. Ich habe ein wenig weiter gemacht. Wir haben es jetzt 5.05 Uhr. Ja. Der Motor ist wieder drin mit eingestellten Ventilen. Das Ventilspiel war maximal verstellt. Jetzt den Motor provisorisch wieder eingehangen. Der frisch revidierte Tank ist wieder drauf. Genau, der sieht jetzt schon so bullig aus. Genau. Morgen werde ich den ersten Startversuch unternehmen. Ich hoffe, jetzt wird sie danach anspringen, nach dem, was wir alles gemacht haben. Also, Ventile haben wir eingestellt, mal alles nachgeguckt, Zündung habe ich durchgemessen. War alles gut, Kolben fahren alle hoch und runter. Genau, Batterie ist voll, also eigentlich sollte dem nichts mehr im Weg stehen, außer Sprit noch im Tank. Und dann Vergaser sind ja sauber jetzt. Man sollte, in der Theorie sollte sie anspringen. Zündfunken ist da, Ventile sind eingestellt, Batterie ist voll, Sprit. Genau, eigentlich steht dem nichts im Weg. So, aber das kann ich leider nicht mehr um die Uhrzeit machen, deswegen sehen wir uns in einer Sekunde wieder. So, nächster Tag schon fast vorbei. Ich habe nicht mehr so ans Filmen gedacht, das Video wird wahrscheinlich eh schon viel zu lang. Der Motor ist drin, Elektronik ist angeschlossen, Vergaser ist drauf. Ich weiß gar nicht, was ich gestern Abend noch alles gesagt hatte. Auspuff ist dran, Krümmer ist dran. Funktioniert. So, jetzt werde ich noch den Tank drauf bauen. Sprit rein. Und das war's auch eigentlich schon. Und dann hoffe ich, dass sie anspringt. So, wie ihr gerade gesehen habt, Motor läuft auf jeden Fall wieder. Es pisst noch ein bisschen Öl hier. Da, das kommt hier aus der Ölleitung. Da muss ich mal eine neue Dichtung reinmachen. Dann sollte das auch wieder dicht sein. So, und ich würde sagen,
das war's dann jetzt mit dem ersten Teil. Nächsten Teil wird dann, denke ich mal, noch mehr sauber gemacht. Und es fängt dann an wahrscheinlich mit dem Heckumbau. Muss ich gucken, was ich an der Elektronik rausschmeißen kann, was drin bleiben kann. Und generell das, was ich jetzt an Teilen bestellen werde, kommt dann im nächsten Teil. Ich weiß nicht genau, wann der rauskommt. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt vom CBR Rennstreckenumbau, dann solltet ihr auf jeden Fall abonnieren. Ist kostenlos. Unterstützt mich damit. Bis zum nächsten Video.